Hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Ja, nachdem wir dann endlich in der letzten Folge dieses lange Rätsel hier gelöst haben, müssen wir wieder zur Trabrennbahn zurück. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr, wo die überhaupt war. Geschweige denn, wie wir da hinkommen. Zur Brücke der Nebel muss ich dann fahren. Ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach mal hier die Runde. In der Hoffnung, dass ich irgendwo rein kann, wo ich dann wieder zur Trabrennbahn zurückkomme. Moment, hier ist ein Weg. Ah, das sieht gut aus. Nein, du sollst nach geradeaus laufen. Hallo. Oben ist geradeaus. So. Lauf, lauf, lauf. Sei nicht so müde hier. Komm schon. Mal schauen. Ich meine aber, von hier sind wir gekommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine doch. Das sieht gut aus da unten. Zumindest sehen wir schon Maschinen. Wobei, streng genommen. Ja, lauf weiter. Los. So. Ah, perfekt. Perfekt. Ja, weiter. Wie hieß das jetzt? Brücke der Nebel. Achso, da. Gute Güte, das ist aber eine unangenehme Art zu reisen. Ich weiß, Oscar. Versprochen, ich lasse sie so bald wie möglich raus. Ja? Okay, Oscar. Jetzt müssen wir Danas altes Haus finden. Wissen Sie die Nummer noch, Kate Walker? Laut Ihrem Anmeldeformular für die Musikakademie war es Nummer... Die Brücke sieht genauso aus wie in den 1930ern. Nummer 20, wollte sie sagen. Sie wirkt fast wie neu. Als wäre sie renoviert worden. So, da können wir wieder hoch. Da hinten scheinen Menschen zu blockieren und hier vorne blockiert was anderes. Okay. Also entweder müssen wir jetzt auf der anderen Seite wieder hochgehen oder wir kommen hier doch, wir kommen hier anscheinend weiter. Was ist das? Es tut mir leid, aber ich kann hier nichts für Sie tun. Ja, das dachte ich mir schon. Okay. Ja. War hier gerade nicht auch noch was? Hallo? Steh doch nicht im Weg rum. Ich kann hier doch irgendwas machen. Hallo? Jetzt komme ich hier nicht hoch. 17. Okay, also ein bisschen höher müssen wir gehen und dann laut Adam Riese auch auf die andere Seite. 18. Das heißt, da oben, das müsste das theoretisch sein. Die Frage ist, haben wir noch irgendwas hier in der Gasse, was wir machen können? Nö, ne? Moment, da ist noch was zum Schauen. Die Bewohner der Brücke sind wohl ziemlich sauer auf den Stadtrat. Wir, die Unterzeichner des Rettungskomitees der Brücke, protestieren, wie es dazu kommt, warum.
Was können wir tun? Okay, also das könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wenn ihr das möchtet. Ja, komm, lauf. Ach, immer diese Schlangenlinien. Moment, da konnte ich doch gerade irgendwas gucken. Was mich aber nicht wirklich weiterbringt. Okay. Da ist Nummer 20. Danas altes Haus. Guten Tag, Fräulein. Guten Tag, guten Tag. Ich will erstmal die Sachen angucken hier. Moment, was ist das? Alle unsere Geschenke wurden von Wagner-Künstlern handgefertigt. Okay. Da war doch noch was gerade hier. Hergestellt in Wagen. Ja. Sollte ich direkt mit dir reden oder soll ich noch weitere Informationen erstmal sammeln? Mehr Geschenke. Gemälde wie früher wären mir irgendwie lieber gewesen. Ich scheine aber irgendwo auch Windspiele zu hängen, ne? Hören Sie mal, gute Frau, ich muss mal mit Ihnen reden. Sind Sie auf Urlaub hier in der Region? Auf der Durchreise. Willkommen in meinem Geschenkartikelladen. Ich bin Frau Hiegel zu Diensten. Wie ich sehe, suchen Sie nach einem Souvenir. Ja, Sie haben so tolle Sachen hier, Frau Hiegel. Was für ein schöner Laden. Danke sehr. Alle unsere Souvenirs hier sind kleine Kunstwerke, wie wir gern sagen. Alle von hiesigen Künstlern. Möchten Sie ein Souvenir kaufen? Nun, eigentlich suche ich nach jemandem, nicht nach etwas. Jemand, der hier im Haus gewohnt hat. Und ich dachte, Sie können mir vielleicht helfen. Bevor ich den Laden letzten Herbst gekauft habe, gab es einige Vorbesitzer, also. Ihr Name war Dana Rose. Sie lebte vor dem Krieg hier. Ich hatte gehofft, hier Spuren von ihr zu finden, die mich auf meiner Suche nach ihr weiterbringen. Verstehe. Nun, ich habe von den Roses gehört, aber ich kann nicht sagen, ob im Haus noch etwas von ihnen zu finden ist. Aber wohnen Sie nicht hier? Nein, mein Mann und ich leben in einem Vorort. Wissen Sie, kurz vor dem Krieg wurde die Brücke während des Pogroms gegen die Wagerana zerstört. Eine wirklich abscheuliche Sache. Und dann wurde das Viertel am Ende des Krieges während der Befreiung bombardiert. Viele Häuser wurden beschädigt, darunter auch dieses hier. Nach dem Krieg wurden sie eilig renoviert, aber die meisten sind in verfallenem Zustand. Sie haben ein Pogrom gegen die Wagerana-Gemeinde dieser Gegend erwähnt. Was wissen Sie darüber? Ebenso viel wie jeder, der etwas über Wagen weiß, schätze ich. Es fand 1938 statt, soweit ich mich erinnere. Ein paar Monate nach der Annexion von Österreich und Ostertal durch die braunen Schatten. Was ist geschehen? Die braunen Schatten organisierten unter fadenscheinigen Vorwänden Überfälle auf Wagerana. Das führte zu Pogromen in allen annektierten Ländern, leider auch in diesem Haus. Waren die Roses damals zu Hause? Wie ich schon sagte, Fräulein, ich weiß es nicht, aber ich hoffe nicht. Nach allem, was ich gesehen habe, wurde das Haus nicht beschädigt. Ihr Laden ist bezaubernd. Genau wie der Rest des Viertels. Danke. Der Stadtrat hat nach dem ersten Wiederaufbau sehr umfangreiche Renovierungsarbeiten an den Fassaden finanziert. Aber ehrlich gesagt haben sie es den Eigentümern überlassen, die Innenräume selbst wiederherzurichten. Wir mussten all unser Erspartes aufbringen, damit das Innere des Geschäfts denselben hohen Standards genügt, den wir von unseren Lieferanten verlangen. Was für eine Schande.
Ja. Und wenn der Stadtrat sich weiter weigert, die Renovierungsarbeiten zu finanzieren, wird die Brücke bald gar keine Bewohner mehr haben. Ganz zu schweigen von unabhängigen kleinen Läden wie meinem. Dann gibt es bald nur noch langweilige Ketten, wie die weiter hinten auf der Brücke oder die am Musikplatz. Das Haus hat ein Pogrom, eine Bombardierung und eine Renovierung durchgemacht. Da habe ich kaum Chancen, Spuren der Roses zu finden. Ganz so ist es nicht. Wir hatten kein Geld mehr, um das restliche Haus zu renovieren. Die oberen Stockwerke nutzen wir als Lager. Wirklich? Und jetzt, da Sie es erwähnen, erinnere ich mich, dass ich hier und da im Haus auf ein paar alte Fotos von vor dem Krieg gestoßen bin. Die Vorbesitzer wollten sie wohl nicht wegwerfen und haben sie dagelassen. Könnte ich vielleicht einen Blick auf die Fotos werfen? Oder würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich mich oben umsehe? Ich kann ja wohl kaum den Laden unbeaufsichtigt lassen. Ich kenne sie ja gar nicht. Verstehe. Wäre es okay, wenn ich mich dann selbst oben mal umsehe? Nehmen Sie es nicht persönlich. Aber ich kenne Sie ja überhaupt nicht. Tut mir leid. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe einen Kunden. Ich mutmaße, dass Sie mit dem Versuch, die Ladenbesitzerin zu überzeugen, keinen Erfolg hatten, Kate Walker. Wie kommen Sie jetzt in die oberen Stockwerke? Ich weiß es nicht, Oscar. Ich werde wohl improvisieren müssen. In dieser Hinsicht kann ich mich immer auf Sie verlassen, Kate Walker. Also, sie möchte nicht selber dahin gehen. Ich denke mal, dass man dadurch in die oberen Stockwerke kommt. Oder doch hier? Das ist auch noch direkt in Frau Hiegels Blickfeld. Ich muss sie weglocken, wenn ich mich durch die Hintertür ins Obergeschoss schleichen will. Die Frage ist, kann er mir helfen? Es wäre ja schön, wenn die Leute vertrauensselig sind. Aber ich kann auch verstehen, dass sie das so nicht möchte. Tut mir leid. Sie müssen warten, bis Sie dran sind. Kann ich denn draußen irgendwas machen vielleicht? Okay, mit ihr kann ich nicht reden. Na, es ist jedenfalls keine Kunstgalerie mehr. Offenbar wurde es in ein weiteres Geschäft für Touristen umgewandelt. Die Souvenirs hier sehen hochwertiger aus als die, die ich anderswo gesehen habe. Sind wahrscheinlich auch teurer. Ja, Oscar, kannst du mir nicht irgendwie helfen und sie ablenken? Moment, durch den Hintereingang hineingelangen. Oh. Das habe ich noch nicht gesehen. Haben wir denn hier einen? Oder auf der anderen Seite? Nee, hier haben wir keinen, ne? Da kommt man wahrscheinlich auch nirgendwo hin. Dass man irgendwie runterlaufen kann oder so, auch nicht. Dann gucken wir mal von der anderen Seite, ob wir da reinkommen. Da führen die einen ja richtig auf die falsche Fährte, so wie es aussieht. Ich meine, wenn zu mir einer sagt, ich muss sie ablenken, dann gehe ich davon aus. Ja, oder ich komme... Das steht aber durch den Hintereingang. Die meinen wahrscheinlich aber im Geschäft den Hintereingang, oder? Ja, komm, lauf drumherum. Heute noch. Ich versuch's trotzdem mal eben. Hallo? Ich kann jetzt nicht gehen. Ich habe hier noch zu tun. Okay. Also scheinbar kann man tatsächlich nur... Ah, jetzt habe ich zumindest mal eine andere Perspektive. Tatsächlich nur durch den Laden. Die Frage ist nur, wie? Ich kann ja hier nichts benutzen. Mädel, du darfst gerne stehen bleiben. Ich hasse es. Ich verstehe es einfach nicht. Kann ich vielleicht was kaputt machen, so aus Versehen? Oh, Moment. Ich versuche besser etwas anderes.
Ich fürchte, Sie irren sich, Kate. Das war wohl falsch. Das funktioniert nicht. Aber ich kann hier theoretisch was benutzen. Okay. Oder ich kann ihn da benutzen, aber nur wenn ich vorher... Ja, es ist so komisch, dass er mir das hier so anzeigt. Hergestellt in Wagen. So mit diesem Dumm. Mehr Geschenke. Gemälde wie früher wären mir irgendwie lieber gewesen. Ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich hätte jetzt einfach gesagt, dass wir die ablenken mit ihm, aber... Da ist wieder die Tür. Wie komme ich jetzt nochmal? Nee. So. Dokumente, Inventar. Durch den Hintereingang gelangen. Ja, das ist mir schon klar, aber... Da kann ich jetzt auch nichts... Achso, das sind die alten Ziele, die man sich angucken kann. Okay. Könnten Sie in Zukunft eine größere Tasche verwenden? Kate Walker? Gibt es etwas, wobei Sie meiner Hilfe bedürfen? Ja! Ja, Kate Walker? Ich bin so froh, ihn wieder zu haben. Brücke der Nebel Nummer 20. Donners Adresse in den 30ern. Und die hat ja nicht zufälligerweise irgendwas drinstehen, wie man... anderweitig reinkommt oder so. Naja, das ist aber nicht die Brieftasche, die ich angeklickt habe. Die mickrige Summe, die ich zusammensparen konnte, seit ich aus dem Bergwerk entkam. Das bringt mir auch alles nichts weiter. Hilft mir nicht weiter, meine ich. Oh, Mom. Wenn ich Frau Hegel hier rüber locken Nein. könnte... Käme ich durch die Hintertür und zur Treppe, ohne dass sie es merkt. Aber wie? Dein Ernst? Denken Sie nicht einmal daran, Kate Walker. Bin ich bei Ihren Abenteuern nicht schon genug beschädigt worden? Nein, ich glaube nicht. Nein, das funktioniert nicht. Aber wie? Genau, das ist ja die Frage, das aber wie? Wenn ich Frau Hegel hier rüber locken könnte... Käme ich durch die Hintertür und zur Treppe, ohne dass sie es merkt. Aber wie? Es muss doch irgendwas mit diesen Kugeln hier zu tun haben. Warum kann ich die nicht einfach mitnehmen? Hergestellt in Wagen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ist jetzt aber auch nichts Neues freigeschaltet. Aber jetzt mit dir sprechen kann ich auch nicht, oder?
Entschuldigung, ich muss den Herrn hier bedienen. Tut mir leid, Sie müssen warten, bis Sie dran sind. Entschuldigung, ich muss den Herrn hier bedienen. Ja, ich hab's ja verstanden. Da steht immer noch das Gleiche. Tja. Hier wird jetzt auch wieder das Gleiche kommen. Mehr Geschenke. Gemälde wie früher wären mir irgendwie lieber gewesen. Also ich mach's ja nicht gerne. Frau Hegel lässt mich den Hintereingang nicht benutzen. Was soll ich tun? Denken Sie an Nick Kenton, Kate Walker. Was wäre besser als eine Ablenkung? Ja toll, was wäre besser als eine Ablenkung? Was ist das für ein selten dämlicher Spruch? Also ich habe irgendwie das Gefühl, da wir hiermit nicht weiterkommen, dass wir irgendwas draußen machen müssen. Ich weiß nicht, ob das hier war oder ob das mal in einem Teil davor war. Da haben wir draußen mal irgendwas gemacht. Ich meine aber mit dem Automaten. Also hier mit dem, wie heißt er nochmal? Ich habe seinen Namen Oscar, genau. Meine ich. Vielleicht kann man ja auch mit irgendjemandem reden oder so. Moment, hier kann ich durch. Moment, Automat. Ja. Aber der kann uns nicht weiterhelfen, oder? Unmöglich. Kate Walker, wollen... Ich versuche besser etwas anderes. Oh. Nein, ne? Hallo? Du darfst da gerne draufbleiben. Okay. Ah. Billig-Souvenir? Wow, das ist aber eine schrille Version der Hymne von Wagen. Ja. Eines ist sicher, dieses Souvenir ist nicht in Wagen hergestellt. Ah, nein, oder? Das probieren wir doch direkt mal aus. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass unser Automat uns da weiterhelfen kann. Also sprich Oscar. Aber vielleicht kriegen wir es auch so hin. Die Frage ist jetzt nur, was bringt uns das? Wenn wir den jetzt da reinstellen würden. Ja, perfekt. Ja, komm, was ist das für ein Gedudel? Entschuldigen Sie bitte. Ah, hier ist es ja. Wie scheußlich. Das gehört sicher nicht in meinen Laden. Wir verkaufen so einen billigen Kitsch nicht. Als ob den Typ das interessieren würde. Gut. Boah, nein, du gehst nicht bemerkt. Warum suchen Sie nicht Dana Roses Zimmer, Kate Walker? Dort finden Sie sicher mehr Spuren von ihr. Gute Idee. Hoffen wir nur, dass Frau Hegel nicht draufkommt. Ja, das hoffen wir auch. Also mein Controller geht mir gerade so dermaßen auf den Sack, weil der immer wieder in eine andere Richtung laufen will. Ich denke aber mal, dass es in Danas Zimmer, sofern wir das denn finden, dass da wohl einiges mehr zu tun ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Zumindest haben wir den Teil schon mal geschafft. Und dass wir dann den Rest in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.